Hobby Jerry, servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zum weiteren Lost Place Abenteuer. Heute ein ganz besonderes Abenteuer, denn heute ist der Daniel mit am Start. Und der zweite Punkt, wir müssen hier jetzt nur gefühlt anderthalb Stunden gehen. Dann sind wir nämlich bei dem Hotel, was letztes Mal am Wochenende abgebrannt ist. Da wollen wir schauen, ob wir hinkommen, wie wir hinkommen. Und ja, ich wünsche euch hiermit schon mal jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Freunde, wie gesagt, wir sind ja auf dem Weg zu dem, ich glaube, in Deutschland bekanntesten Lost Place. Berühmt geworden ist das Lost Place durch Adventure Buddy und PJ Adventure. Der Adventure Buddy hat es quasi damals entdeckt und seitdem ging es in dem Hotel schlagartig bergab. Was jetzt nicht alleine der Grund ist, dass das der Adventure Buddy gefunden hat. Boah, hier Durchstand ist ja jetzt auch nicht gerade das Einfachste. Alter, schau mal, wie hier. Überall ist es nass. Krass, aber ich habe meine guten Schuhe an. Wobei steht ihm, dass das der Adventure Buddy entdeckt hat. Genau. Und der PJ Adventure. Unter anderem auch Project History, der ja jetzt leider auf YouTube nichts mehr macht. Der war damals mit Adventure Buddy zusammen dort. Der hat ihn damals erklärt. Langsam! Langsam! So! Der hat ihn, glaube ich, damals auch gezeigt. So, nachdem jetzt der Daniel fast auf die Schnauze geflogen ist, habe ich jetzt den Faden verloren. Also es könnte sein, dass das Video etwas länger wird. Mir glaube ich hier so gefühlt ich sollte mal gucken, ich denke, mal zwei Stunden auf den Wald brauchen. Also wie gesagt, PJ Adventure und Adventure Buddy haben ja quasi das Hotel entdeckt. Ich habe es damals auch entdeckt, aber nicht durch einen Adventure Buddy oder so ein PJ Adventure. Ich habe damals im Internet nachgeschaut nach Hotels, die insolvent gegangen sind und habe dieses Hotel dann gefunden. Das war eins meiner fünften Videos, also meiner ersten Videos, das war das fünfte Video. Eins meiner fünften Videos? Nee. Eins meiner ersten Videos. Und ich war so nervös, als ich in das Hallenbad rein bin und dieses bekannte Hallenbad gesehen habe, wo der Adventure Buddy damals 1,5 Millionen Aufrufe hatte. Ich war so nervös, dass das ganze Video einfach scheiße war. Deswegen habe ich auch nicht so wie der Daniel ein Remake gemacht. Ihr könnt es gern suchen, aber schaut es eigentlich nicht über, weil das ist einfach nur grauenhaftes Video. Und es ist vor zwei Wochen abgebrannt und die Leute, die mich auf Twitch verfolgen und regelmäßig zuschauen, denen habe ich es ja schon gesagt. Und übrigens, wer mich auf Instagram verfolgt, der kriegt es heute live mit, dass wir dort auf dem Weg sind. In den Sumpf. Das gestaltet sich alles ein bisschen schwierig, weil hier läuft, glaube ich, noch das Löschwasser runter. Genau. Es hat doch gar nicht so viel geregnet. Wo kommt das ganze Wasser her? Also wir haben die höchste Waldbrandstufe eigentlich. Aber hier, wenn ich durch den Boden stapfe, meine Füße sind schon nass. Und ja, ich merke gerade, ich laber viel zu viel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen bin. Auf jeden Fall ist hier ein Weg. Daniel filmt gerade ein Fahren. Und kriegt nebenbei immer eine WhatsApp. Ich würde halt das Handy einfach mal auf stumm machen. Nee, das ist Google, das mir sagt, wir sind falsch. Ja, hier kommt jetzt ein Weg. Der Rest ist mir jetzt eigentlich erstmal hier schon wieder im Bach. Leck mich doch am Arsch. Aber hier vorne ist ein Weg. Und jetzt müssen wir per Google erstmal schauen, ob wir den Weg jetzt gehen können oder ob wir hier querfeld ein noch durch den Wald müssen. Wir sind ungefähr hier. Wir könnten den Weg entlang gehen. Ah, okay. Ja, dann gehen wir doch den Weg. Also. Nein, andere Richtung. Was? Andere Richtung. Ja. Das kenne ich irgendwo ja. Ja. Schau mal. Nein, wir sind verkehrt. Den anderen Weg. Na gut, ich will euch jetzt gar nicht zu sehr volllabern. Ich glaube, wir machen weiter, wenn wir der Sache ein bisschen näher kommen. So, wir haben jetzt hier festen Boden unter den Füßen bis jetzt. Also, Daniel braucht jetzt nicht mehr auf die Nase fliegen. Gott sei Dank. Und da vorne haben wir gleich die Gabelung. Da geht es jetzt rechts und dann müssen wir den Wald hoch. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass hier weder Fußgänger noch Radfahrer kommt. Weil da hinten ist nämlich gleich die Ortschaft. Ah, Scheiße! Mann! Ah, voll! Aua! Bremse! Oh, du trickst! Oh. Ist das der Bremse? Mehr Webs! Oh, oh mehr nicht! Oh. Au.
Ah, drei Stiche am Arm und noch ein ist da. Scheiße, scheiße auf den Radfahrer. Action pur. Leck mich am Arsch. Drecksviecher. Oh, drei in Arm. Jetzt? Keine Ahnung. Sorry, dann 10 Minuten, ob es mich überall juckt. Okay. Gut. Na gut, der Radfahrer war mir jetzt nicht. Ja, war jetzt wurscht. War mir jetzt gerade. Oh, mir brennt der ganze rechte Arm. Echt? Ich bin dreimal. Ja, dreimal? Dreimal. Wir haben anscheinend noch nicht erwischt. Einmal im Fuß. Komm schon. Gut, dann müssen wir wieder rein, oder? Scheiße. Ja, was für eine Action jetzt, ey. Wer es sehen will, bei Dixon kann auch vorbeischauen. Unbedingt. Wir werden Explorers, wir müssen jetzt aber weitergehen, weil da oben kommt der Kampf der Killer-Wespen. Ja. Brutal. Sechs in Arm, also 1, 2, 3, 4, 5 in Arm. Eine unten am Bein und eine hier am Arm. Und ich habe vor 10 Jahren mal einen anaphylaktischen Schock bekommen. Nach dem Wespenstich. Na gut, habe ich nur ins Krankenhaus müssen, nämlich eine Nacht zur Kontrolle da gelassen, oder wie man sagt, habe ich am nächsten Tag wieder gehen dürfen. 2 Wochen später habe ich noch mal eine Wespe gestochen, in die Lippe rein, so angeschwollen. Naja, aber zurück zu unserem eigentlichen Geschehen. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen Weg vor uns. Ich hoffe, wespenfrei. Ihr merkt es an meiner Atemfrequenz. Der Schott mit den Wespen sitzt mir noch ein bisschen im Genick. Mir war dann auch der Radlfahrer wurscht, ob der einen sieht oder nicht. Weil ich kann da schlecht sitzen bleiben, wenn da 20 Wespen auf mich einstechen. Hier fliegen sie aber auch rum. Gefühlt habe ich immer noch 20 an meinem Körper. So, jetzt schau du mal. Oh, leck mich am Arsch. Ja. Normalerweise müsste es da hinten wieder kommen. Haben wir nicht gestern noch auf Twitch das Thema gehabt? Murphy's Law. Ja, Henry, das war so ein Beispiel. Wenn alles schief geht, was schief gehen kann, Murphy's Law. Da vorne kann man ein bisschen weitergehen auf den Weg und über den könnte man. Ja, lass uns mal den Weg entlang gehen. Jetzt drehen wir hier eine halbe Stunde das Video und dann kommen wir gar nicht rein und dann war es ein Waldspaziergang mit Wespen. Hier sieht man schon, schaut mal, was ich gefunden habe. Ups, oh, ist das leicht, deswegen ist es also weit geflogen. Und hier vorne habe ich auch noch irgendwo eins gesehen. Ich habe erst gemeint, das ist, oder was ist das? Auf jeden Fall sieht man anhand von denen. Ah, hier doch. Da hab ich noch eins gesehen. Oh, das ist auch so dünn. Hier. Schau. Aha. Bis hierher, also wir sind ganz in der Nähe. Wo hast du die jetzt gefunden? Das ist hier in der, oben drauf gelegen. Aha. Eins habe ich auch hier in die Hand genommen, aber das ist gleich zerfallen in 1000 Teilen. Ja, hier ist auch noch mal eins. Also wenn es so weit fliegen kann, ist es halt relativ leicht. Ja, ich war ja schon 3 Mal hier. Einmal vor etlichen Jahren, wo ich mein erstes Video gemacht habe und dann habe ich ein paar Jahre später mal eine Overnight gemacht. Einmal eine Solo-Overnight und einmal eine Overnight mit Niklas. Übrigens, Grüße an der Stelle gehen an Niklas raus. Und man hat von dem Wald aus hier immer das Dach gesehen. Da hat man gewusst, man ist auf dem richtigen Weg. Aber dieses Dach existiert ja nicht mehr. Aber wir sind trotzdem, glaube ich, irgendwie auf dem richtigen Weg. Zumindest wird es da waldtechnisch ein bisschen lichter. Ich hoffe, das ist nicht nur eine optische Täuschung, sondern dass das auch tatsächlich so ist. Ja, auf jeden Fall ist da hinten schon mal der Zaun. Wow, ja. Krass, oder? Schaut euch mal den Weg hier an. Und wir gehen hier durch Stock und Stein. Dabei ist hier ein Urbex-Trampelpfadweg.
direkt bis zu dem Gartenzaun. Da steht noch eine Couch, ja. Und da vorne, oder da hinten, ist Bauzaun. Und an dem Bauzaun steht ein Schild. Betreten verboten. Keine Ahnung. Aber, ja. Oh ja, hier ist der alte Zaun, der ja schon immer stand. Und da ist jetzt ein Bauzaun. Die haben tatsächlich das ganze Gebiet mit dem Bauzaun. Da steht aber schon wieder. Da stand 2019, 20. Ich wollte gerade sagen, der Zaun ist ja älter. Aber hier sieht man gleich mal, leck mich am Arsch. So, wir stehen jetzt nur hier hinter dem ersten Zaun. Da müssen wir unbedingt reinkommen. Was, glaube ich, das geringste Problem ist. Das, glaube ich, ist das kleinste Übel, weil der hört rechts und links auf. Ja. Das ist ein intelligenter Zaun hier. Mein Gott, man mag es gar nicht glauben. Schaut euch das mal an. Ich muss erstmal einen Orientierungspunkt finden, wo ich überhaupt bin. Aber es ist ja das komplette Dach, was da oben ist. Es ist weg. Es ist alles, was oben auf dem Dach war, was Holz war, ist alles weg. Das sieht jetzt ganz anders aus. Also ich habe jetzt irgendwie noch gar nicht die Orientierung, wo ich überhaupt bin. Das glaubt man gar nicht. Da steht nichts mehr von dem Holz. Es ist alles weg. Es ist ewig schade drum. Ja, hier sieht man schön, warum das Ganze so extrem gebrannt hat, weil dieses ganze Dach ist als so Holzschindeln, aus so Holzschindeln, und da waren es 8000 Quadratmeter Fläche, nur von diesen brutalst durch diesen Sommer auch ausgetrockneten Holzschindeln. Ja, und darunter ist der Dachstuhl. Es ist brutal. Also wie gesagt, das war ja eins meiner Lieblings-Lost Place. Und ich wollte an dem Wochenende, wo es abgebrannt ist, wollte ich eigentlich mit meinem Engelchen herfahren, damit sie dies auch einmal sieht. Damit sie halt auch mitreden kann, wie schön ja doch das Charmhotel ist. Aber schaut es euch an, Freunde. Davon ist nicht mehr viel da. Es ist, wenn man da rauf schaut, es war alles Dach. Und da ist nichts mehr da. Da ist alles von weg. Da blutet mir echt das Herz. Weil es war ein Schicksalsschlag für das Hotel, klar, weil es von heute auf morgen Insolvenz gemacht hat und der Eigentümer einfach zugesperrt hat. Und dann war es halt dadurch, dass es berühmt war, war es halt überlaufen. Es sind teilweise Lehrer mit Kindern hierher gefahren und haben sich das angeschaut. Also es ist nicht nur alleine durch einen Felix oder durch einen Paul, dass das Ding hier so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Das ist hier in der Gegend bekannt wie ein bunter Hund. Und es war überlaufen ohne Ende. Und es haben viele Idioten Videos gemacht und haben den Namen im Video gelassen. Ja, ist ja wohl klar, dass das Ding hier dann überlaufen ist. Aber dass es dann so enden muss, da haben sich die 6 Wespenstiche im Arm gelohnt, dass man sich das nochmal anschauen darf. Hier unten, klar, hier schaut es aus wie nach einem Brand. Aber das halt da oben, das komplette Dach einfach das komplette Dach weg ist. Boah, ich bin echt sprachlos. Hier habe ich gerade einen Bereich entdeckt, wo man noch reingehen kann. Hier riecht es eigentlich nur verbrannt. Hier ist ja alles Beton. Und hier kommt man jetzt quasi. Da unten war quasi der Empfangsraum. Hier ging es die Treppe runter. Hier ist immer. Ne, da oben ist das Schild gestanden mit dem Wegweiser. Hier ist nichts mehr da. Da oben war der Bildertisch gestanden mit dieser Kugel, die sie ja da hinten runtergeschmissen haben. Hier ist einfach alles weggebrannt. Hier ist
war der Haupteingang. Der existiert auch nicht mehr. Hier oben waren die ganzen Zimmer. Das war quasi hier. Ja, da war der Haupteingang. Wahnsinn! Also, Freunde, tut mir leid. Ich bin echt sprachlos. Es tut mir in der Seele weh, dass dieses in Anführungsstrich schöne Lost Place nicht mehr existiert. Boah, ich brauche kurz eine Minute. Das ist nicht so ganz ohne hier durch zum Stopfen. Wenn man natürlich am Charmhotel ist, darf man eins nicht auslassen. Das Hallenbad. Da ist immer noch Wasser drin. Es ist halt auch mega gefährlich, da unten jetzt reinzugehen, weil die Holzbalken, die werden es auch nicht mehr lang machen, die werden jetzt peu à peu durch die ganzen Witterungseinflüsse jetzt noch mehr verrotten oder noch schneller verrotten. Und dann stürzt es irgendwann mal ein. Ich bin froh, dass ich hier eine Betondecke über mir habe, weil überall, wo dieses Holzkonstrukt jetzt über einem wäre, würde ich mich jetzt nicht hintran. Deswegen gehen wir da jetzt nicht in das Hallenbad runter, weil das ist mir doch ein bisschen too much. Weil die ganzen Balken, die hier hängen, da wenn eins jetzt runterkracht, dann ist es wie ein Dominoeffekt und es fällt alles runter. Es sind eh schon etliche runter, weil ich denke mal, die sind vom Brand her runtergefallen. Aber die werden auch irgendwann alle am Boden liegen. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Das war einst mal der phänomenale Eingang des Hallenbads. Von der anderen Seite hat der Adventure Buddy damals das Foto gemacht für sein Thumbnail. Und es war ein mega Anblick, es war ein toller Anblick. Naja, und seht, was davon übrig geblieben ist. Nicht mehr viel, außer ein bisschen Holz und Beton. Ja, Freunde, normalerweise hat der Adventure Buddy drüben die Aufnahme gemacht, aber das ist es definitiv ein Ort, wo ich nicht hingehe, weil ich den Holzbalken da oben absolut nicht traue. Und lasst auf jeden Fall den Scheiß, kommt hier nicht her, es ist echt ohne Schmarrn, es ist viel zu gefährlich.
Es ist das, was wir schon machen, ist eigentlich schon strafbar, dass wir hier oder unverantwortlich strafbar ist nicht, weil wir daten jetzt was sagen. Aber es ist halt unverantwortlich, da, wenn sich ein so ein Holzbalken da oben löst, der schlägt einen tot. Und schuld ist Daniel, weil er mich hierher gelockt hat. Also, es war andersrum, aber ja, das ist das Hallenbad. Jammerschade drum. So, jetzt sind wir in dem hinteren Bereich vom Hallenbad angekommen. Jetzt kann man eine Stelle anschauen, die man so, glaube ich, noch nie gesehen hat oder da auch, glaube ich, nie drin. Also ich persönlich war da noch nie drin, aber das ist die Filteranlage von dem Hallenbad. Und man hört hier auch irgendwo noch irgendwie das Wasser plätschern. Ich mag es da aber auch nicht runtergehen, weil hier ist, glaube ich, alles einsturzgefährdend. Da ist auch wieder so ein Riesenbalken. Aber da plätschert an zwei Stellen das Wasser. Auf jeden Fall plätschert da Wasser, warum auch immer. Ist ja scheißegal. Ja, ich war zwar schon mal hier, also heute auch. Und das war ja quasi der Empfangsraum. Da unten ist die Empfangstheke gestanden. Hier waren die Treppen, da unten war der ganze Müll gelegen. Und oben hat man ja sitzen können. Genau da oben war der Billardtisch. Und diese Kugel, die sie dann runtergeschmissen haben. Und irgendwo war hier auch dieser Pfosten, dieser, wo in jede Richtung gezeigt hat, wo es hingeht. Oh, hier liegen Millionen Nägel am Boden und Schrauben. Hier liegen 1000 Nägel, Schrauben. Wahnsinn. Wenn ich mir das hier alles so anschaue, wie das alles eingestürzt ist, wie die ganzen Holzbalken runtergekracht sind. Ich weiß gar nicht, ob man da, wie man da. Das schaut ohne Dach alles so anders aus. Ich habe total den Orientierungsverlust. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch irgendwie da hoch, dass ich euch zeigen kann, wo der Billardtisch gestanden ist. Ich glaube, da hinten ist die Treppe. Achso, hier ist ja der Weg. Ich sehe mal wieder den Wald von lauter Bäumen nicht. Genau, hier geht's hoch. Sieht alles so anders aus, alles so unwirklich. Weil da stand ja die Theke, wo man den Alkohol, wo ja auch der Alkohol noch gestanden ist. Hier war eine riesengroße Fensterfront drin. Das ist einfach unfassbar. Das ist alles, was von der Theke noch übergeblieben ist. Holz ist alles weg, nur noch das Eisen. Hier geht's Ich bin ja heilfroh, dass ich über mir keine Balken mehr habe. Weil diese Balken, die hier liegen, wenn die runterkrachen und die auf den Kopf, dann war's das. Und der Boden ist Beton. Also deswegen kann man hier eigentlich bedenkenlos rumgehen. Außer man hat mit der Kamera gegen das Geländer. Mir tut es echt brutal weh, dass das so enden musste. Und hier bin ich auch mal oben gestanden. Da kam dann welche, da bin ich oben versteckt und habe da runterschauen können. Und ich habe sie gesehen, aber sie haben mich nicht gesehen. Und es ist halt einfach das komplette Holz. Da hinten übrigens ist das Hallenbad und hier ist einmal das komplette Holz weggebrannt. Der Pfosten hier, der schaut auch ganz gut aus. Da haben wir die Balken dann irgendwann einmal nachgegeben und dann ist sogar der Beton von der Wand geplatzt. Wahnsinn. Wow, und hier oben hat es irgendwie gefühlte 85 Grad. Genau, die Stelle wollte ich euch ja auch noch zeigen. Das erkennt man, kann man eigentlich nur noch erahnen, wo der Billardtisch gestanden ist. Der stand hier und die komische Kugel war hier drauf gestanden. Und irgendwelche Vollhonks haben dann den Billardtisch genommen und einmal hier runtergeschmissen, den man jetzt auch gar nicht mehr erkennt. Hier sieht man, hier war ein Holzbrett drüber, weil hier oben lag ja diese
schwarz-weiße Kugel. Hier war mal eine Treppe, die ist aber auch weg. Ich mag es da aber auch nicht runterspringen, aber normalerweise ist es auch Beton. Aber da ist eigentlich eh auch nur noch offenes Gedöns. Boah, Freunde, ihr glaubt es nicht. Aber das brennt immer noch. Also es glüht. Schaut mal, das qualmt immer noch. Das ist immer noch heiß. Weil ich schnell irgendwie schauen, dass ich was habe, dass ich das da rauskratzen kann. Obwohl, was soll passieren, dann brennt der Balken hier langsam weg. Viel Schaden kann er nicht mehr anrichten. Aber nach 2 Wochen glüht immer noch. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das schöne Charmehotel bis auf die Grundmauer niedergebrannt. So, aber jetzt schauen wir noch zur Sporthalle, zur Turnhalle. Sporthalle, Turnhalle, wie auch immer. Da wollen wir noch schnell hinschauen, weil da ist ja ein riesengroßes Glasdach. Und mal schauen, was von der Sporthalle noch übrig ist, wenn ich hier wieder heil runterkomme. Aber Freunde, schaut mal. Vielleicht sieht der eine oder beziehungsweise vielleicht sieht der Felix ja auch das Video. Vielleicht kann den Stefan ihn darauf hinweisen. Das ist quasi der Speisesaal, wo noch diese verkupfert waren, die glaube ich, oder? Diese Lampenschirme, diese verkupferten Lampenschirme. Und das ist jetzt das, was davon übrig ist. Da stehen eigentlich nur noch die Tischbeine. Alles andere ist weg. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Sporthalle. Wir sind jetzt am Hinterbereich von dem Hotel. Und da oben habe ich übernachtet und ich habe es fast erst nicht erkannt, weil da oben ist nichts mehr. Da ist das komplette, da ist eigentlich alles weg da oben. Ich habe erst gemeint, das ist hier, aber da oben ist ja der Speisesaal, da waren wir ja gerade drin. Und dabei ist es da oben gewesen. Also Niklas, wenn du das Video siehst, unser Nachtplatz da oben existiert nicht mehr. Der Daniel erinnert sich jetzt gerade an die Stellen, wo er damals sein allererstes Video gemacht hat. Wo er rein ist, wie er rein ist, ich weiß gar nicht mehr genau das allererste Video. Ich glaube, ich bin hier über die Sporthalle rein. Und da haben wir uns ja jetzt auf den Weg gemacht. Die sieht auch etwas anders aus, was ich von hier aus schon sehe. Hier ist jetzt gar keine Glasscheibe mehr drin. Naja, und die Dachbalken sind auch alle runtergekracht. Also das ist jetzt hier die Sporthalle. Das war sie mal. Und hier sind die ganzen Glasscheiben oben. Also alle in der Nähe vom Haus sind sie geplatzt und hier sind sie nur gesprungen. Aber da vorne sind sie alle geschmolzen. Teilweise liegen ja innen drin auch richtig zusammengekollt. Da habe ich vorhin gar kein Video gemacht von. Zieh mal Schuhe aus. Kannst du hier wie. Wer macht das? Barfuß über Glasscheiben laufen. Ja, Wahnsinn. Naja gut, hier fehlt in der Sporthalle, kann man eigentlich reingehen. Aber hier braucht man keine Angst haben, dass einem von oben was auf den Kopf fällt. Weil hier ist nichts mehr, was einem auf den Kopf fallen kann, weil es alles schon unten liegt. Das komplette Dach ist frei. Und hier war die Sporthalle. Da ging es dann ins Hotel rein. Und in dem Raum da hinten, da war ja das Telefon gehangen. Komme ich hier irgendwie wieder? Ja. Hier war mein Telefon gehangen, wo ich damals so spaßeshalber angerufen habe. Hängt es leider auch nicht mehr. Aber das glaube ich, das hing damals, wo ich die Overnight gemacht habe, hing das schon nicht mehr. Aber ja, ich habe die Sporthalle hier noch ein bisschen anders in Erinnerung. Ja, Freunde, an der Stelle hier in der Turnhalle begann für mich das Lost Place Abenteuer im Charmehotel. Ich bin damals vor 3 Jahren hier durch die Sporthalle rein und habe mein allererstes Video gedreht. Das war mein 5. Video auf dem Kanal. Sucht's bitte nicht danach, weil es ist grauenvoll.
Aber die Ära Charmhotel ist leider zu Ende. Ihr habt es gesehen, was davon übrig geblieben ist. Faktisch nichts mehr. Ja, schreibt mir in die Kommentare unten rein, was ihr davon haltet, wie ihr das meint. Schreibt aber bitte nicht rein, wer dran schuld ist, warum es gebrannt hat. Und wer, der Felix und der Paul, die können nichts dafür, dass das hier so geendet hat. Das sind halt andere Gründe, warum es hier so enden musste, wie es jetzt geendet hat. In diesem Sinne, der Daniel sagt ciao. Hab dir. Und ja, ihr kennt halt die Spielchen wie in einem anderen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir zeigen, indem dass man einen Daumen nach oben gibt. Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer unserer nächsten Videos. Bis dann. Ciao, euer Dirk.